Auch Dina bekommt heute noch mein Umstyling und wir gucken uns die restlichen Friseursalons an. So, als erstes werde ich auch Dina eine noch dunklere Hautfarbe verpassen. Ich bin zwar eigentlich nicht ganz so dunkel, das ist jetzt halt wirklich meine sonnengebräunte Urlaubshaut, muss man so sagen. Aber ich mag die Farbe tatsächlich so lieber. Ja, ansonsten Gesicht, auch wenn das eigentlich nicht wirklich zu mir passt, ich kann kein anderes Gesicht nehmen, leider. Ich kann einfach kein anderes Gesicht nehmen, weil die alle nicht passen. Auch wenn ich gerne ein bisschen Abwechslung reinbringen würde, aber es geht tatsächlich nicht. Ich bin noch am Überlegen, wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Ich glaube, das ist noch eher meine Augenfarbe und da machen wir jetzt auch noch die Augenbrauen ein bisschen anders. Weil ich würde sagen, ich habe geradere Augenbrauen, obwohl, das hier ist eigentlich schon so ziemlich meins, würde ich sagen. Oder sogar so. Vielleicht sogar so. Komm Leute, machen wir. 120 Starcoins kostet jetzt diese kleine Änderung, aber ich habe es ja so gewollt. Wir haben jetzt nochmal eine etwas andere Augenfarbe. Wir haben die Augenbrauen etwas anders, das hätte ich mir sparen können, wenn ich das beim ersten Mal schon gemacht hätte. Und die Hautfarbe haben wir geändert. Und jetzt gucken wir mal. Wir sind hier gerade in Silverglade unterwegs. Da sind wir ja schon mal kurz gewesen. Ich mag das hier ganz gerne mit dem helleren Outfit, mit dem helleren Lidschatten auch. Das werde ich mir auch noch abspeichern. Das mit dem Grün hier mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Das passt jetzt nicht so richtig zu mir. Ich muss mal gucken, welches Make-up es dann letzten Endes wird. So, und jetzt gucken wir mal, hier bei Cool Cuts sind wir ja schon mal gewesen. Aber da habe ich ja nur ganz, ganz sporadisch mal durchgeguckt. Das war in einer der Umgestaltungsfolgen. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, mit wem das gewesen ist, muss ich tatsächlich sagen. Aber wir gucken jetzt trotzdem nochmal hier durch. Wie geht es euch denn? Ich habe mittlerweile auch schon gelesen, dass der ein oder andere von euch wirklich auch eine komplette Charakterneugestaltung gemacht hat und den Charakter wirklich komplett neu erfunden hat. Ich weiß tatsächlich noch nicht genau, auf welche Frisur ich mich hier mit Dina, was ich hier nehmen werde, weil eigentlich fand ich die schon immer gut, aber halt nicht mehr in der Farbe, die sie jetzt hat. Halt, warte mal, hier geht's weiter. Deswegen muss ich mal schauen. Also wahrscheinlich werde ich bei der Frisur zwar bleiben, aber mit einem anderen Haarton. Wobei es auch irgendwie blöd ist, wenn ich exakt die gleiche Frisur auf den beiden Charakteren habe. Aber gut, es ist halt, wenn ich meine Haare offen habe, dann kommt das schon halbwegs hin, wenn ich mir die so ein bisschen in eine passende Richtung föhne. Und ich muss ganz kurz nochmal schauen. Ja, ich habe tatsächlich, mir hat erst letztens jemand geschrieben, es kann sein, dass ich mir die Zopffrisur aus dem Westkap Fischerdorf gekauft habe, bevor das mit dem Frisurenspeichern kam. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ich packe jetzt, glaube ich, auch gleich schon mal ein anderes Make-up drauf. Ich gucke mal ganz kurz, welches wir nehmen. Ich glaube, ich würde jetzt mal das hier nehmen. Und dann machen wir jetzt weiter die nächsten Friseursalons, unsicher. So, in Dandal geht es jetzt weiter bei der Schildmaid. Ich weiß gerade gar nicht, ob es hier auch alte Frisuren gab oder ob es hier nur die neuen gab. Hier gibt es auf jeden Fall, was die Kosmetik angeht, nur diese neueren Make-ups, die jetzt kein Alltags-Make-up sind an sich. So, dann haben wir hier diese geflochtenen Frisuren, diese Zöpfe mit den ja, mit dem vorne eingeflochtenen, so wie Ranja die Frisur auch hat. Die sind aber meines Erachtens nochmal überarbeitet worden. Kann das sein? Also ich finde, die sehen nicht so aus, wie sie ausgesehen haben vor dem Update.
Vielleicht liegt es aber auch schlichtweg einfach daran, dass es jetzt ganz, ganz anders wirkt bei dem Charakter. Das kann natürlich auch sein. Das war's hier schon. Wir machen weiter in Fairgrove. So, hier haben wir den Friseursalon Grandma's Glamour. Hier haben wir Kurzhaarfrisur und eher, ja, konservative Frisuren. Make-up habe ich jetzt hier gerade gar keins mehr, was ich kaufen kann. Und wir gucken mal ganz kurz die Frisuren durch. Okay, hier sind auch die aus Dandal. Und dann haben wir hier diese, ja, mit den Lockenwicklern. Ich finde die ja total cool. Also sie passen null zu meinem Charakter, aber ich finde die trotzdem cool. Sind das... Ah, das ist ein langer geflochtener Zopf. Mag ich aber tatsächlich gar nicht irgendwie so von der Seite zum Gesicht. Ich finde den zwar super ordentlich gearbeitet, aber ansonsten, ich mag auch die Farben, aber wie gesagt, so von, ich mag das Profil vom Charakter nicht. Das ist aber kein Problem der Frisur. Die finde ich auch cool. Die finde ich auch sehr schön. Ist kein Problem der Frisur, das ist mehr so ein, hier, so hätte ich mir die hier gewünscht. Ach jo, die hatten wir auch noch. Die sieht auch cool aus, jetzt wo sie neu gemacht wurde. Passt aber natürlich auch gar nicht zu mir. Ja, und das war's jetzt schon mit Fairgrove. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der Salon im Shopping Center, ob der einfach ein paar Styles vermischt oder ob der komplett eigene hat. Da gucken wir jetzt auch noch kurz rein. So, tatsächlich gab es jetzt hier beim Friseur nur die Frisuren und Make-ups, die wir schon an anderer Stelle gesehen haben. Und ihr seht es jetzt, Dina hat jetzt tatsächlich Tiffanys alte Frisur bekommen, weil ich einfach finde, dass die mich noch am ehesten widerspiegelt und trotzdem, ich sehe in diesem Charakter einfach keine Dina Sunfield mehr. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich machen soll. Ja, und wo ich jetzt mal noch nachschauen möchte, ich finde die ganzen T-Shirts, finde ich jetzt überhaupt nicht mehr schön. Das Problem ist, im Sommer finde ich schon ein T-Shirt weitaus passender als, ja, irgendwas anderes. Aber ich muss jetzt gucken, ob ich irgendwas finde, irgendwie ein schönes Kleid oder sowas, irgendwas, was aber, ja, dünne Trägerchen hat, dass ich damit einfach, ja, den Po bedeckt habe. Weil das triggert mich einfach enorm. Und ich finde halt auch leider die bauchfreien Oberteile. Es ist traurig, weil ich liebe es, selber bauchfrei zu tragen. Ich sehe mich in diesen Sachen eigentlich. Aber sie passen halt in meinen Augen schlichtweg einfach nicht mehr. Also mir gefällt es einfach nicht mehr. Muss ich ganz klar so sagen. Ich weiß es nicht, ob hier irgendwie irgendwas bei ist, was dem entspricht, was ich gerade im Kopf habe. Ich glaube aber nicht. Dann müssen wir gleich nochmal ganz kurz bei mir im Kleiderschrank schauen, ob da vielleicht was ist. Hier ist tatsächlich nichts bei. Das war übrigens gerade voll der schöne Moment. Das habe ich schon lange nicht mehr gelesen im Chat. So, jetzt lass uns doch mal durchgucken, ob ich hier irgendein schönes langes Kleid habe. Oder auch ein längeres T-Shirt. Oh nee, das sieht gar nicht schön aus. Das fällt total komisch. Ob ich hier irgendwas habe, ja, was jetzt so ein bisschen kaschiert. Das wäre eine feine Sache. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe halt gar nicht so viele Kleider, die jetzt irgendwie mit Spaghetti-Trägern sind. Weil ich einfach auch nicht der Fan davon bin hier in dem Spiel. Weil ich das schlichtweg einfach nicht mag. Mit dem Kleid auf dem Pferd zu sitzen oder mit dem Rock. Das gefällt mir einfach optisch nicht. Deswegen habe ich eigentlich nie wirklich, ja, mir irgendwelche Kleider geholt. Ich denke, die meisten Kleider, die ich hier habe, die habe ich alle mal irgendwie aus einer Quest bekommen. Oh Gott.
Das hat zwar renntaugliche Werte, aber guckt euch das mal an, ganz ehrlich. Das ist, also, bitte nicht falsch verstehen. Also, diejenigen, die mich schon lange verfolgen, die wissen, mir liegt nichts ferner als Bodyshaming. Aber das hier, als die schmalste Körperform zu haben im Spiel, da fehlen auf jeden Fall noch ein bis vielleicht sogar zwei Körperformen. Oh, das habe ich ja auch noch. Das ist natürlich schön. Aber das passt jetzt auch nicht mehr so schön. Vielleicht kann ich das auch mit einer dunkleren Hose kombinieren, die dann einfach... Wie sieht es denn mit dem Top aus? Das Top finde ich gar nicht so schlecht dafür, dass es bauchfrei ist. Oh, das habe ich immer so gerne gemocht. Oh, ist das traurig. Das sind auch gar nicht mehr so Spaghetti-Trägerchen, ne? Das hier ist zum Beispiel eine Jacke, die kann man gut anziehen. Generell alles, alle Jacken passen sehr gut. Ja, das Top hier, das wäre aber vielleicht noch eine Idee. Wir müssen mal gucken. Was habe ich denn sonst noch? Hier habe ich sonst auch kein Kleid mehr bei der Auswahl. Habe ich hier vielleicht noch irgendwo ein Kleid? Also ich habe ja jede Menge Klamotten. Oh, das Top, das hat optisch dazu gewonnen, muss ich sagen. Das könnte jetzt gerade was sein. Aber da fehlt mir eine schöne Hose zu. Da fehlt mir auf jeden Fall eine schöne Hose zu, die wir dazu anziehen könnten. Müssen wir mal gucken. Also das hier, oh Gott, das ist die schwarze Jeans, das ist die früher immer besser gewesen ist. Die dreiviertel lang war. Die macht auf jeden Fall nicht so einen Windelpopo. Aber die finde ich halt ziemlich hart. So farblich. Dem Rot, das passt nicht so wirklich zu dem Top, finde ich. Also von, ja, obwohl es geht eigentlich sogar noch, aber ich will mal noch gucken, was wir sonst noch so haben. Ist das diese braune Jeans? Ich will eigentlich nichts ganz Dunkles haben. Boah, nee, das sieht ganz komisch aus auch. Haben wir hier noch irgendwas bei? Und diese Hose hier, die habe ich auch immer total geliebt. Aber die ist ja leider nicht Chumpy-tauglich. Wenn schon, denn schon, ihr kennt mich. Ich schaue dann ja auch immer, dass ich wirklich das Bestmögliche aus meinem Charakter raushole. Ja, die karierte, die wird vielleicht auch noch gehen, aber die ist halt auch wieder so ganz krass dunkel. Die hätte ich gerne, die würde ich gerne anziehen. Ah, die hat aber auch so einen komischen, macht auch so einen Windelpopo. So, das ist jetzt meine neue Dina, mit der ich mich jetzt, glaube ich, erstmal anfreunden kann. Hier wirkt es nicht ganz so nach Windelpopo. Hier sieht die Hose eigentlich gut aus. Die neuen Details in dem Top mag ich gerne. Ich drehe mich auf der Stelle, ohne die Füße zu bewegen. Auch interessant. Ja, das wäre jetzt so mein neuer Charakter fürs Erste, meine neue Dina. Ich muss mal noch gucken. Ich hätte auch gerne mal noch eine passende Brille. Dafür muss ich aber, glaube ich, ein bisschen questen. Ja, und das war es dann erstmal wieder von heute. Oder für heute, von mir, von meiner Stelle. Ja, und Dina sehen wir in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen häufiger. Denn wir wollen uns natürlich auch mal die Pferdemodelle anschauen. Und da hat Dina natürlich gerade bei den alten Modellen jede Menge Auswahl, die wir uns alle anschauen möchten. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.